Ein italienisches Forschungsteam hat einen rund 20 Kilometer breiten See unter dem Eis des Mars-Südpols aufgespürt mit flüssigem Wasser. Wow, könnte es dort Leben geben? Wie genau diese spektakuläre Entdeckung gelang und ob es auch schon konkrete Hinweise auf außerirdisches Leben gibt, das alles jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Die Planeten Mars, Saturn und Jupiter gelten alle schon seit längerer Zeit als äußerst aussichtsreiche Orte in unserem Sonnensystem, auf denen bzw. deren Monden außerirdisches Leben vermutet wird. Und die Fahndung läuft auf Hochtouren. Wir hatten darüber berichtet, erst vor kurzem hatte der Mars Rover Curiosity eine spannende Entdeckung in dem jahrmilliardenalten Gestein des Mars gemacht. Organische Materie, nämlich also sehr einfache Kohlenstoffverbindungen, die Hinweise auf eine lebensfreundliche Zeit auf dem roten Planeten geben. Möglicherweise hat es dort also mal von Mikroben nur so gewimmelt. Zudem hatte der NASA Rover auch eine Methankonzentration in der Marsluft festgestellt, die stark schwankt. Auf der Erde entsteht Methan durch biologische Prozesse, beispielsweise wenn Rinder ihre Nahrung verdauen. Jetzt gibt es eine weitere wirklich spektakuläre Entdeckung auf dem Mars. Ein Forschungsteam aus Bologna hat gleich einen ganzen See aus flüssigem Wasser entdeckt, und zwar rund 1,5 Kilometer unter dem Eis des Mars-Südpols. Die Radardaten vom Mars Express der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigen dies, und zwar in der Südpolregion des roten Planeten Planum Australe. Die Daten zeigen in dieser abgegrenzten Region dieselben Signaturen wie Seen unter dem Eis in Polarregionen der Erde. Sie zeigen, und in unterirdischen Seen wie beispielsweise dem Lake Willens in der Antarktis wimmelt es nur so von Mikroben. Bedeutet das etwa, dass die Existenz von Leben auch in diesem Gletschersee des Mars eine klare Sache ist? Flüssiges Wasser ist schließlich die Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Die Fachwelt ist sich weiterhin nicht sicher, denn darauf geben die Radarbeobachtungen keine direkten Hinweise. An der Südpolregion des roten Planeten ist es jedenfalls deutlich kälter als in den unterirdischen Seen der Erde. Bei minus 68 Grad Celsius soll die Temperatur des jetzt entdeckten Marssees liegen. Dass das Wasser flüssig ist, liegt nach Vermutung des Forschungsteams an einem hohen Salzgehalt. Natrium, Magnesium und Kaliumsalze, die sowieso häufig auf dem Mars anzutreffen sind, könnten den Gefrierpunkt des Sees deutlich herabgesetzt haben. Eine derart hohe Salzkonzentration mache es für mögliches Leben in dem Marswasser nicht gerade einfach. Doch ein Ausschlusskriterium ist dies nach Ansicht des Forschungsteams nicht. Denn auch auf der Erde gibt es Mikroorganismen, die mit einer hohen Salzkonzentration zurechtkommen. Ein weiterer Unterschied des Marssees zu dem irdischen See der Antarktis ist übrigens, dass der Lake Willens in der Antarktis kein abgeschlossenes Ökosystem ist, denn ein unterirdischer Fluss sorgt dafür, dass sein Wasser regelmäßig ausgetauscht wird. Jedenfalls sei mit dieser Entdeckung jetzt eine jahrelange Diskussion beendet, so das Fazit der amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, die auch die aktuelle Studie der italienischen Forscherinnen und Forscher in ihrem Fachblatt Science veröffentlicht hat. Denn bisher hatte man auf dem Mars nur winzige Spuren von flüssigem Wasser aufspüren können. Beispielsweise hatten sich auf dem Mars-Landemodul Phoenix Wassertropfen niedergeschlagen. Zudem hatte man auch Strukturen an den Polkappen entdeckt, die von Eis stammen könnten. Ein weiteres Indiz: in der äußerst dünnen Luft des Mars befindet sich auch ein geringer Anteil an Wasserdampf. Ja, das war es aber auch bisher an Hinweisen. Dennoch hatten einige Forschungsteams schon seit rund 30 Jahren spekuliert, dass unter dem Polkappeneis flüssiges Wasser existieren könnte, vergleichbar mit den unterirdischen Seen auf der Erde, gelegen in Grönland und der Antarktis. Hundertprozentig sicher waren sich die Forschungsteams allerdings bislang nur, dass es mal vor Milliarden Jahren Wasser gegeben haben muss. Denn darauf weisen ausgetrocknete Sedimente und Flussläufe hin. Und so wurde in den letzten Jahren eifrig diskutiert, gibt es auf dem Mars flüssiges Wasser oder nicht? Hatte vielleicht sogar mal ein ganzer Ozean den Mars vor langer Zeit bedeckt? Bislang waren das alles Spekulationen, die durch diese Entdeckung jetzt wissenschaftliches Fundament bekommen haben. Und das Forschungsteam ist sich ziemlich sicher, dass dieser eine unterirdische See kein Einzelfall auf dem Mars ist, denn bisher ist wohl nur ein kleiner Teil der Südpolkappe untersucht worden. Deswegen sei es durchaus wahrscheinlich, dass unterirdisches flüssiges Wasser auch an anderer Stelle vorkomme. Wow, ich denke, dass wir der Entdeckung von Leben im Weltall wirklich immer näher kommen. Ich bin wirklich extrem gespannt. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt,
dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die, naja, etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, außerirdisches Leben auf dem Mars, neue Indizien. Ja, es gibt immer mehr Hinweise. Also, bis dann. Bleibt dran.